So, willkommen zur nächsten Iteration hier in unserer Workshop-Reihe. Und wir begrüßen den Ralf auf der Bühne, Ralf Stockmann, das ist der Herr in dem roten T-Shirt. Ralf hat irgendwann auch mal die Waffen erhoben, um einen Missstand aufzuheben, den Missstand, dass das mit dem Aufnehmen von Podcasts nämlich ein echtes Problem ist. Der Grund ist der, dass Audio-Software heutzutage im Wesentlichen für Musiker gemacht ist, Hardware im Übrigen auch. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass meine Workflow-Roundtrips um mehrere Stunden sich minimiert haben, seitdem ich Ultraschall einsetze. Und was es mit Ultraschall auf sich hat, das wird Ralf jetzt erklären. Stimmt's, Ralf? So ist es. So ist es. Vielen Dank. Go! Screencasts an. Das ganze Projekt, was ich hier heute vorstellen möchte, in den nächsten zwei Jahren ungefähr, nächsten zwei Stunden, ist vor zwei Jahren ungefähr gestartet. So rum wollte ich es erzählen. Und das Ganze begann eigentlich als ein YouTube-Kanal, wo ich angefangen habe, in einzelnen Folgen mal zu protokollieren, wie ich zum einen Podcast aufnehme und auch gleichzeitig eine Entwicklung zu protokollieren, was für Tipps und Tricks ich dazugelernt habe. Und dann irgendwann ist das Ganze ein bisschen gekippt, so ab Folge 3 oder 4, und wurde ein richtig gehendes Projekt, das sich der Aufgabe gewidmet hat, das mit dem Podcast doch mal so richtig schön zu machen. Und das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, ist eben das Ultraschall-Projekt. Bei Ultraschall geht es im Kern darum, die Aufnahmesituation selber zu verbessern. Das heißt also, sich nicht darum zu kümmern, so wie landet das Ganze hinterher im Internet, das macht Podlove, und sich nicht darum zu kümmern, zumindest nicht primär, wie bekomme ich einen perfekten Aufnahmeton hin, darum kümmert sich auch Phonik, und auch nicht um die Shownotes, das machen die Jungs und Mädels hinten an dem Tisch, sondern sich wirklich das Element rauszugreifen, wo es um die eigentliche Aufnahme geht. Ich hatte zu Beginn des Projektes noch mit GarageBand gearbeitet, bin also auf dem Mac unterwegs und da ist das einigermaßen naheliegend, bin dann aber relativ schnell auf die Software Reaper umgestiegen, aufgrund eines Hinweises vom 343 Max, den es hier, glaube ich, am Montag auch auf der Bühne zu sehen geben wird. Reaper ist eine Software von Leuten, die es mit Audio schon ziemlich drauf haben. Und zwar kommen die Entwickler aus den guten alten Winamp-Zeichen. Mal kurz ein Handzeichen ins Plenum. Wer von euch hat Winamp mal genutzt auf dem Windows-Rechner? Yay! So, da wisst ihr, das Teil war rock solid, es war ultra performant, es ist nie abgestürzt und es war grottenhässlich. Und all diese Charakteristika hat Reaper als Aufnahmesoftware geerbt. Was mich allerdings auch das erste halbe Jahr überhaupt nicht umgetrieben hat. Es ist halt hässlich, die Software, aber sie tut das, was ich möchte, und man kann sie gut parametrisieren. Und dann dachte ich, muss die Welt dann so sein, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, man kann da Skins und Themes einbinden, man kann an den Menüs rummodifizieren, bis hin zu der Phase, wo wir jetzt sind mit unserem Projekt, dass wir eigentlich nahezu alle Elemente der GUI relativ frei konfigurieren können, weil wir eine relativ offene API an Reaper dran haben. Und das, was dann mal rausgefallen ist, ist jetzt das, was wir so als Ultraschall-Reaper bezeichnen. Ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen die Grundidee, die ich bei der ganzen Geschichte hatte, Schritt für Schritt nachzuvollziehen, so wie es wäre, wenn man jetzt auf einem komplett neuen Rechner das Ganze installiert, wie sich das anfühlt. Ich denke, auch für die alten Hasen kommt noch der ein oder andere Aha-Moment, weil man verlernt und vergisst doch relativ viel, wenn man es nicht irgendwie regelmäßig macht. Das Erste, was man halt machen sollte, ist halt einen Reaper erstmal installieren. Das Ganze sieht dann so aus.
Das ist also so das Standarddesign, in dem das Ganze daherkommt. Das ist keine totale Katastrophe, es war schon mal viel schlimmer, aber es ist auch einigermaßen weit entfernt von schön. Vor allen Dingen aber, das hat Tim gerade eben schon gesagt, ist es zu 120% ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Musikern und nicht von uns Podcasterinnen und Podcastern. Das heißt also, vieles von dem, was so standardmäßig hier passiert, beispielsweise, dass wir eine Zeiteinteilung in Takten haben. Ja, keiner von uns podcastet in Takten, sondern wir podcasten halt in Stunden und Tagen und Minuten. Alle solche Feinheiten liegen eigentlich erstmal ziemlich schräg, wenn man Reaper out of the box installiert. Das, was man jetzt machen kann, ist, man lädt sich aus unserem Repository, das wir auf unserer Projektseite haben, unseren neuen Ultraschall-Installer runter. Der kommt als DMG daher. An der Stelle müssen wir schon mal eingrenzend sagen, der läuft nur auf dem Mac. Das heißt also, Installer für Windows wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Die ganze Mac versus PC-Frage in Bezug auf Podcasting ist sowieso kompliziert. Da wir die zentralen Punkte mit virtuellen Soundkarten derzeit vernünftig nur auf dem Mac umsetzen können, gibt es viele der Features nicht für Windows, sondern halt nur auf dem Mac, und von daher konzentrieren wir uns auch von der Entwicklung her sehr stark auf den Mac. Wir haben also jetzt hier das Installer-Package, das jetzt neu in der 1.2er-Release reinkommt. Es öffnet sich ein Standard-Installer, wie man den eigentlich so kennt. Jawohl, wir akzeptieren die Lizenz. Wenn man jetzt hier auf dem Screen auf Anpassen geht, sieht man danach, was der Installer eigentlich alles so mitbringt. Und das können wir mal von oben nach unten mal durchgehen, damit ihr da mal einen Eindruck von habt. Das Ultraschall Soundboard löst das Problem, wie bringe ich eigentlich Einspieler, Jingles und ähnliches in meine Podcast-Aufnahme rein, ohne dafür irgendein externes Hardware-Gerät, einen externen Zuspieler zu verwenden. Denn es ist ja schon einigermaßen absurd, ich habe ja den Sound schon in meinem Rechner drin, das MP3 oder WAV oder was auch immer. Da muss es doch möglich sein, das auch vernünftig in den Podcast reinzubekommen. Dieses Problem wird durch das Soundboard gelöst, wir gucken uns das hinterher noch an. Soundboard Extras ist eine Erweiterung, die auf OSC spezialisiert ist, dass ich das Ganze noch fernsteuern kann mit iPads, iPhones und ähnlichem. Die Ultraschall Reaper Extension. Da weiß ich gerade selber gar nicht, was das ist. Das sind ein paar Makros, die wir hinzugebaut haben, die beispielsweise für den Kapitelmarkenexport in Richtung Shownotes zuständig sind. Soundflower entfernen, sage ich gleich was zu. Ultraschall Driver ist der Ersatz für Soundflower. Und die SWS Reaper Extension, das vereinfacht einfach nur den Installationsvorgang. Ansonsten hätte man das nochmal von der SWS-Projektseite runterladen müssen. Unsere Empfehlung ist eigentlich, lasst die Sachen einfach alle angeklickt, ändert hier nichts, sondern macht das also einfach als Standardinstallation, lasst ihr das durchlaufen. Ein Disclaimer hier für diejenigen von euch, die schon eine ältere Version von Ultraschall einsetzen und von daher auch eine alte Soundflower-Version haben. Mit Soundflower ist es im Moment sehr kompliziert. Es sah lange so aus, als würde das für Yosemite komplett rausgekickt werden von Apple und dann in der allerletzten Beta, also wirklich eine Version vor der Golden Master, haben sie es dann nochmal wieder in die Ausnahmeregelung mit reingenommen, weil das eine Kext-Extension ist, die also einen Kernel-Driver reinlädt und das eigentlich nicht mehr erwünscht ist von Apple und nur noch mit großen Ausnahmegenehmigungen ermöglicht wird. Da aber offensichtlich so ziemlich die halbe Musikerwelt mit Soundflower arbeitet, hat Apple sich dann nochmal umentschieden und entgegen den alten Betas das in letzter Sekunde in Yosemite wieder rein operiert. Es ist allerdings völlig klar, dass das ausläuft, dieses Modell. Das heißt also, auch wenn wir jetzt nochmal Glück hatten mit der 10.10, kann es gut so sein, dass es also mit den nächsten auch Minor Releases irgendwann wieder rausgekegelt wird. Dieses Problem haben wir dadurch umgangen, indem wir einfach Soundflower geklont haben, ist ja Open Source, und so umgebaut haben und so lizenziert haben, dass es mit den aktuellen Apple-Richtlinien konform läuft. Das heißt also, das Ganze ist jetzt bei Apple angemeldet. Wir haben also das Ultraschall-Modell selber als Developer-Account bei denen laufen, haben den Developer-Account wiederum freigeschaltet, dass er Kernel-Extensions laden darf. Und wir sind da jetzt also von daher auf der sicheren Seite. Und von daher also eigentlich die klare Empfehlung, auch wenn ihr eine alte Version von Ultraschall nutzt,
klickt, lasst das hier angeklickt, Soundflower entfernen, die alte Version, weil sie wird mit den nächsten Fassungen irgendwann nicht mehr funktionieren und nehmt stattdessen unseren Treiber. Auch dieser Treiber ist nur ein Zwischenstadium zu dem, was Daniel gerade hackt. Das wird dann ein komplettes Refactoring von Soundflower werden, was dann nochmal wesentlich flexibleres Routing ermöglicht. Aber das ist dann für fortgeschritten und nicht jetzt unbedingt hier heute Thema der Sache. Wenn ich jetzt also diesen Installer einfach durchlaufen lasse, dann tut er das, was ein Installer so macht, nämlich durchlaufen. Räumt also im Hintergrund die ganzen alten Soundflower-Devices ab, wenn ihr keine hattet, installiert unsere neuen und schiebt auch ansonsten alles schon mal an den Platz, so wie es sich gehört. Falls ihr eine frühere Version von Ultraschall genutzt habt, ist das jetzt schon relativ komfortabel, weil vorher gab es schon so 7 Schritte, wo man das mal ins User-Library-Verzeichnis reinschieben musste und ähnliches, wo ich so den Standard-Settings schon gar nicht weiß, wo finde ich das überhaupt. Von daher ist auch hier unser Ansatz, Podcasting so einfach und effizient wie möglich zu machen. Wenn die Installation erfolgreich war, müsst ihr eigentlich nur noch einen einzigen Schritt tun, nämlich Reaper starten. Und die eigentliche Reaper-Modding-Datei einmal draufwerfen. Ich habe jetzt hier schon den neuen Skin. Das war mir jetzt zu anstrengend, das noch schnell irgendwie zu faken, dass da der alte ist. Ihr findet aber in diesem Installer-DMG hier die Ultraschall 12. Im Moment ist es RC5, aber das wird dann also die Final sein von 1.2. Config-Zip, die nehmt ihr einfach und lasst sie irgendwo in das geöffnete Reaper-Fenster reinlaufen, so wie ihr das bei den alten Konfigurationen auch schon hattet. Es wird gefragt, ist das okay so? Soll ich wirklich importieren? Jawohl. Ihr seht hier, wir modden eine ganze Menge an Reaper. Wir lassen also eigentlich keinen Bereich unangetastet, sondern greifen wirklich alles ab. Von daher also alles so lassen, wie es ist. Einmal auf Import gehen und dann aktualisiert er sich durch und danach habt ihr also ein schönes, frisches Ultraschall 1.2 Reaper. Bevor ihr euch damit beschäftigt, ist aber noch eine grundsätzliche Frage vorher zu klären, nämlich wie sind eigentlich eure Sound-Devices eingebunden? Ihr könnt natürlich auch einfach nur mit eurem Laptop podcasten, könnt also über die Analog-Eingänge gehen und die nutzen. Wenn man es mit dem Podcast nach ein paar ersten Schritten ein bisschen ernster meint, lohnt sich schon die Anschaffung von einem digitalen Soundinterface. Alleine um irgendwie so ein fesches Headset anschließen zu können, was mit dem XLR-Eingang daherkommt, was wiederum Phantomspeisung braucht, damit es gut klingt oder damit es überhaupt klingt. All sowas habt ihr halt in eurem normalen Laptop nicht drin. Und dann kommen halt solche Schnuffis hier ins Spiel. Das ist im Moment, würde ich sagen, so ein bisschen der Goldstandard des cleveren Podcast-Tums, das Zoom H6, kostet 399 Euro, ist nicht ganz günstig, ist dafür aber ein totaler 1000-Sasser, was Flexibilität angeht. Damit kann ich also bis zu 6 diskrete Kanäle aufnehmen, also 6 Leute sitzen um den Tisch, jeder hat sein Headset, ich habe 6 einzelne Spuren, die aufgenommen werden, kann an denen dann sehr diffizil rumschneiden. All das kann ich mit diesem kleinen Spezi hier machen. Ich kann aber auch, wie ich es jetzt gemacht habe, obendrauf so ein XY-Stereo-Mikrofon draufsetzen, um irgendwie eine Raumambient-Geschichte aufzunehmen. Er nimmt das Ganze auf SD auf und ich habe ihn aber jetzt auch als vollwertige externe Soundkarte hier in Reaper eingebunden, werden wir gleich sehen. 399 Euro ist natürlich schon relativ wuchtig, aber eigentlich sind sich derzeit, die dieses Gerät haben, eigentlich braucht man nur das und sonst gar nichts an Soundinterface. Damit löst man schon so 99% der gefühlten Probleme. Letztendlich ist es aber ansatzweise egal, was für ein Soundinterface ihr nehmt, schaut da auf sendegate.de oder startet da eine Debatte, was soll ich mir kaufen. Entscheidend ist also, dass ihr einfach eins habt. So, und damit die ganze Ultraschall-Philosophie so richtig aufgeht, ist der nächste Ort, den ihr aufsuchen wollt, die Audio-MIDI-Steuerung. Das ist ein Softwarebereich, den man in OS X gar nicht so offensichtlich irgendwo liegen hat. Den muss man erstmal ein bisschen suchen. Am einfachsten über Spotlight, indem man MIDI eintippt. Dann seht ihr, ist also der Haupttreffer immer Audi MIDI Setup hier. So heißt das Viech. Und das Interface, was es gibt, ist relativ übersichtlich und man kann da gar nicht so rasend viel drin einstellen. Das ist eine Übersicht über alle Geräte, die bei euch derzeit angeschlossen sind oder wo irgendwas mit Audio passieren kann oder mit MIDI passieren kann. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie jetzt hier mein Setup ist. Ich habe das Mikrofon, was eingebaut ist, ins Laptop.
Ich habe die eingebauten Lautsprecher. Ich habe ein HDMI-Kabel, was nur zwei Ausgänge hat und keinen Eingang. Das ist das, worüber jetzt hier das Videobild geht. Ich habe hier mein H6 über USB angeschlossen mit sechs Eingängen und zwei Ausgängen oder zwei Rückkanälen. Das heißt also, ich kann auch Audio jetzt aus dem MacBook zurückschicken in das H6, um beispielsweise dann Einspieler direkt auch auf meinem Kopfhörer zu haben oder eine Hinterbandkontrolle zu simulieren oder ähnliches. Und das, was wir jetzt da drunter sehen, das ist neu. Das gab es also dann, bevor ihr Ultraschall installiert habt, nicht. Das sind nämlich weitere virtuelle Sound-Devices, mit denen man dann eine Menge Routing-Tricks machen kann. Ich gehe die mal durch, wofür die da sind. USH steht für Ultraschall-Hub, ist einfach nur eine Abkürzung, die möglichst kurz sein sollte, damit sie nicht viel Platz wegnimmt. Einspieler ist genau das, was es sagt. Das heißt also, da über dieses Sound-Device steuere ich dann mein Soundboard rein. Und spiele also Jingles, Intros, was auch immer rein. Dann habe ich zwei Geräte für Skype, einmal Gast und einmal Send. Das ist dann für die berüchtigte Skype N-1 Schaltung. Eins der Hauptziele von Ultraschall war auch immer, da weitere Geräte und jegliche Kabel von entfernen zu können. Weil also genau wie bei Einspielern, die Situation ist ja relativ absurd. Ich habe Skype schon im Rechner drin, ich höre es ja, warum kann ich es dann nicht vernünftig dezidiert als einzelne Spur auch in meiner Podcast-Recording-Software aufnehmen. Dafür sind dann also diese beiden virtuellen Skype-Geräte hier, eins zum Senden, eins zum Schicken. Ultraschall Stream, das ist das, was wir hier gerade im Dauereinsatz haben. Damit schicke ich das Audiosignal zu Xenim raus. Und AUX ist auch das, was es sagt, nochmal ein AUX-Kanal, irgendwas braucht man immer nochmal, Stereo in, Stereo out. Und der Clou, den man jetzt macht, und das war quasi auch bei Soundflower schon immer so, der Grundgedanke ist, dass es Apple ermöglicht, beliebige dieser Geräte hier in ein virtuelles, gemeinsames Gerät zu gießen, was quasi so tut, als sei es ein Mörder-Hardware-Stack, der irgendwo dasteht und ich steuere nur noch den an. Wie tue ich das? Ich gehe hier unten einfach auf das Plus und sage, ich möchte ein neues Hauptgerät erstellen. Und was ihr seht ist, dass jetzt nichts weiter passiert ist, als dass ich hier unten ein Hauptgerät habe. Und hier habe ich sämtliche meiner per Hardware angeschlossenen und meine virtuellen Sound-Interfaces und kann jetzt auswählen, welche davon in meinem Hauptgerät drin sein sollen. Hier gibt es eine sehr simple, einfache Regel, immer nur so viel wie unbedingt notwendig. Ja, in meinem Fall wäre das also, ich möchte das H6 haben und ich möchte, damit ich damit gleich irgendwie ein bisschen experimentieren kann, die beiden Skype-Kanäle beispielsweise haben. So. Wenn ich die jetzt angezeigt habe, tauchen auch nur diese drei dann entsprechend in dem Hauptgerät auf, alle anderen nicht. Weitere wichtige Sache ist, ihr habt hier am Rande eine sogenannte Driftkorrektur. Die sorgt Apple-seitig nochmal dafür, dass die vom Timing her nicht radikal auseinanderlaufen. Nach unserem aktuellen Forschungsstand ist es so, dass das unter Yosemite eher zu Problemen führt. Das heißt also, meine Empfehlung wäre hier, die Driftkorrektur bei allen abzuschalten. Der nächste Hauptfehler, der passieren kann, und Fehler bedeutet immer bei dem ganzen Setup, ihr habt irgendwann Knacksen und USB-Aussetzer drin in eurer Aufnahme und das ist das, was ihr auf gar keinen Fall wollt. Die nächste Hauptfehlerquelle ist, wenn ihr als Quelle für die Audio-Clock was anderes als euer Hardware-Gerät angibt. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier aus welchem Grund auch immer hier auf unseren Ultraschall-Hub Skype schalten würdet, wäre das einigermaßen fatal. Ja? Seht also zu, dass ihr immer euer Hardware-Interface hier oben als Quelle für die Clock habt. Ihr seht, ich habe ein bisschen umgeschaltet und sofort vergisst da wieder, dass ich die Driftkorrektur drauf hatte. Der ganze Bereich Audio-MIDI-Steuerung ist ziemlich buggy. Das Interface stirbt einem auch gerne mal so weg und stürzt richtig hart ab. Das passiert so ungefähr bei mir so alle zwei Wochen mal. Seid dann nicht allzu irritiert. Wenn es erstmal läuft, ist es eigentlich okay und da muss man auch nicht viel drin rumschalten. Aber es ist also an sich ein von Apple nicht besonders pfleglich behandelter Bereich, um es mal so zu sagen. Die letzte Fehlerquelle, die hier passieren kann, ist,
dass die Abtastrate nicht in eurem ganzen Line-Up konsistent ist. Und das ist so ziemlich die größte Fehlerquelle überhaupt. Das heißt also Abtastrate, wir unterscheiden ja bei Digital Audio zwischen Bittiefe und Sample Rate. Ja, Bittiefe ist dann 16-Bit oder 24-Bit oder noch viel mehr. Da arbeiten wir podcast-technisch traditionell immer mit 16-Bit. Die Abtastrate, da ist es eigentlich egal, ob ihr jetzt 44.1 nehmt, das ist der CD-Standard, oder ob ihr 48 nehmt, das ist das, was so im professionellen Audiobereich eigentlich immer verwendet wird. Das elementar Wichtige ist aber, jedes Gerät eurer Kette, jede Software, jede einzelne Einstellung muss dann exakt diese Zahl haben. Wenn es auch nur an einer einzigen Stelle auseinanderläuft und ihr irgendwo 48 und 41 habt, ist die Chance sehr, sehr groß, dass dadurch alles mögliche Schreckliche passieren wird. Man sollte eigentlich denken, dass die CPU-Power ausreicht, um das in Realtime problemlos umzurechnen. Da aber Audio, gerade wenn es um Latenz und Ähnliches geht, schon sehr zickig ist, ist das also wirklich so der Haupteinstreufaktor für Desaster. Das heißt also, dass ihr solltet ausgehend von eurer Hardware schauen, was macht meine Hardware eigentlich? Die meisten Interfaces sind so, dass sie da sehr flexibel sind. Also ihr seht das hier, das H6 bietet mir jetzt also an 44.1 oder 48, 88.2 oder sogar 96. Völliger Overkill für menschliche Sprache. Ich habe jetzt also das Gerät einfach auf 48 eingestellt und dann sämtliche andere Komponenten meiner Kette eben entsprechend auch. Und wenn ihr irgendwo Probleme habt, ist also das Erste nochmal durchzugucken, hat sich auch vielleicht irgendwo was verstellt, hat er irgendwo was vergessen. Ja, das heißt also auch jetzt hier meine Skype-Geräte beispielsweise, unsere ganzen Hub-Geräte, sollten auch alle tunlichst auf 48 sein. Und ihr seht jetzt hier, der Einspieler liegt schon auf 44.1, ja, den also auch mal schnell rübergesetzt. Genauso, wenn es hinterher bei Xenim rein rausgeht, sehen wir ganz am Ende vielleicht noch, wenn ihr einen Stream nach Xenim schickt, könnt ihr auch die Qualität einstellen. Tut euch einen Gefallen, setzt da auch 48 raus, sofern eure Internetleitung das irgendwie hergibt. Ja, das hat dann wenig damit zu tun, ob man jetzt irgendwie CD-Qualität oder besser als CD-Qualität sein will, sondern einfach nur darum, dem Rechner Stress zu ersparen, was USB und Audio-Handling angeht, weil wir leben in einer Zeit, wo USB-Audio einfach schon auch evil ist. Wohl denen, die noch auf Firewire unterwegs sind, aber das sind mittlerweile, glaube ich, die wenigsten. Okay, wir haben jetzt also hier durchgängig alles schön auf 48.000 eingestellt, haben uns ein Hauptgerät gebaut, in dem jetzt mein H6 Hardware Interface drin ist und dazu entsprechend meine beiden Skype-Geräte. Wow, da werden Bohrer über die Bühne geschickt. Und jetzt kann ich die Audio-MIDI-Steuerung auch schon verlassen. Mehr habe ich hier eigentlich nicht zu tun. Ja, also zwei Grundregeln. Nehmt nur die Geräte hier rein, die ihr wirklich braucht, weil jedes weitere virtuelle Device an dieser Stelle verbraucht wiederum CPU-Ressourcen und macht die Sache insgesamt instabiler und das wollt ihr nicht. Immer nur so viele Geräte, wie ihr gerade wirklich braucht. Und das Zweite, sie müssen alle auf derselben Sample Rate stehen. So ihr das denn aber getan habt, könnt ihr innerhalb von Ultraschall mal auf dieses schöne Podcast-Menü gehen. Eine der Entscheidungen, die ich zur letzten Release getroffen habe, ist, dass ich weggegangen bin von der ursprünglichen Philosophie und die ganzen Podcast- und Ultraschall-Programmpunkte in die Restmenüs reinzusortieren. Stattdessen habe ich hier ein einziges neues Menü gebaut, das heißt sinnigerweise Podcast. Und in dem findet ihr zwar chronologisch, so wie der Workflow normalerweise angeordnet ist, sämtliche wesentlichen Menüpunkte, die ihr braucht. Das heißt also, bis auf ganz wenige Ausnahmen ist Ultraschall eigentlich so gedacht, dass ihr zum einen mit den Icons, die ich hier gebaut habe, die oben und links liegen, plus dem Podcast-Menü zu 100% hinkommen solltet. Es gibt, glaube ich, so ein, zwei Stellen, wo man nochmal woanders hin muss, aber das sollte wirklich eigentlich die Ausnahme sein. Ihr seht, ich habe das Menü in drei Oberbegriffe unterteilt, nämlich Setup, das heißt also das, was vor einer Podcast-Folge passiert, dann die eigentliche Aufnahme, das ist das, was während ich die Aufnahme mache, entscheidend ist, und dann drittens Produktion oder Post-Production, wo es darum geht, was passiert, wenn die Aufnahme im Kasten ist und ich noch schneiden, Effekte, Filter machen will, was auch immer.
Wir sind jetzt hier vom Workflow ja ganz frisch dabei. Das heißt also, wir gucken uns den Schritt Setup an und auch innerhalb von dem ist es so, dass ich eigentlich von oben nach unten durchgehe. Das heißt, wenn ihr euch auch irgendwie nicht mehr sicher seid, habe ich irgendwas vergessen, einfach nochmal das Podcast-Menü aufklappen und schauen, von oben nach unten durchzugehen. Es gab mal den Wunsch an uns herangetragen, ob man nicht auch so ein Setup-Wizard oder sowas oder so ein Podcast-Wizard einbauen könnte, wo ich quasi vor jeder Aufnahme mich einmal so Next-mäßig durchklicke. Finde ich spannend, den Ansatz. Müssen wir mal schauen, wie weit wir da aber mit der Reaper-API kommen. Ansonsten ist das, sagen wir mal, so das am dichtesten sich dran befindliche, sich einfach von oben nach unten durchzuarbeiten. Audio-Hardware einrichten, das müsst ihr natürlich nur einmal machen. Das öffnet die Reaper-Settings. Die Reaper-Preferences sind ein Hort großer Freude und noch größerer Verwirrung. Es gibt nämlich zigtausende davon und die ganze GUI ist nicht so komplett Apple-konform. Im Kern, ne, WinAmp sind es halt immer noch Windows-Entwickler von Reaper. Von daher habe ich auch die wesentlichen Ecken, an denen man überhaupt was einstellen möchte, eigentlich schon mit Shortcuts versehen. Ansonsten habt ihr hier unten eine sehr praktische Suche, eine Freitextsuche unten links, wo ja also, wenn ich weiß, okay, ich wollte irgendwas mit MIDI machen, könnt ihr einfach MIDI suchen und dann die verschiedenen Trefferfundstellen durchklicken. Da kommt man dann auch relativ gut eigentlich durch. Aber eigentlich ist Ultraschall so gedacht, dass ihr in die Settings gar nicht groß rein müsst, weil alles schon vorparametrisiert ist. Audio-Hardware einrichten sieht so aus, ich habe hier mein Audio-Device, was ich auswählen kann. Hier habe ich wieder genau dieselbe Liste, wie ich sie auch in den Audio-MIDI-Settings hatte. Und hier schlägt eben ein Grundproblem einfach von der Mac-Architektur zu, die aber exakt genauso auf Windows und auf Linux auch sich befindet. Ich kann jetzt innerhalb von Reaper nicht mehrere Sound-Interfaces anwählen. Das heißt, das, was ich eben im Audio-MIDI-Setup gemacht habe, kann ich hier eben nicht machen. Ich kann nicht sagen, auf den Spuren 1 bis 4 möchte ich das H6 haben und auf der Spur 5 oder 7 möchte ich die Einspieler haben und auf der Spur 9 noch irgendwie AUX oder sowas. Das geht nicht. Stattdessen muss ich halt eben diesen Workaround nehmen, den ich eben gezeigt hatte. Ich wege jetzt hier dieses Hauptgerät an, was ich eben angelegt habe. Nur Apple weiß, warum das hier abgeschnitten wird hinter dem Ä. So, und das war es eigentlich schon. Ihr könntet an dieser Stelle auch nochmal eine Sample Rate vorgeben. Das heißt, die 48.000 auch hier nochmal rein. Das war gerade gar nicht so gut, dass der Beamer weg ist. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Hm, da ist er. Okay, danke. Sollte eigentlich nicht notwendig sein. Ich würde auch eher empfehlen, das hier nicht anzuwählen, sondern das hier alles so zu lassen, wie es ist. Vorausgesetzt, eure ganze Audiostrecke ist durchgängig in 48.000. Wenn ihr euch entscheidet, auf 48.000 das Ganze zu produzieren, denkt bitte daran, auch eure Einspieler und Jingles sollten 48.000 haben. Ja, weil wenn ihr die nämlich auf Soundboard legt und die 44.1 sind, was ich fast mal vermuten würde, und die dann reinspielt, habt ihr in dem Moment wieder Stress auf dem ganzen Audio-Stack. Von daher nehmt euch dann also auch da die Zeit, rendert die einmal um innerhalb von Reaper in 48.000er und dann seid ihr auch da safe. Also ja, denkt immer dran, gleiche Sample Rate überall für alles an Material. So, wenn ich das Hauptgerät eingegeben habe, gehe ich hier unten einmal auf Apply und auf OK und das war es auch schon. Ich habe jetzt irgendwie eine komplett andere Auflösung, ehrlich gesagt, als ich sie gerade eben hatte. Ja, das ist gerade ein maximal nicht so guter Moment. Ich kann mal gucken, ob ich mal meine alte Auflösung hier wieder kriege. Optimal für Projektor. Jetzt gucken, ob da was kommt. So ist doch ganz okay. Gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir hatten unser Sound-Device eingerichtet. Der nächste Schritt ist der, es sieht ja doch alles sehr ök und karg aus hier. Ich möchte Spuren anlegen. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr im Podcast-Menü Audiospur einfügen macht. Ich persönlich bin dann noch etwas bequemer und mache einfach irgendwo unten drunter einen Doppelklick. Dann haut er sofort mir Spuren rein. Spuren, in denen noch nichts drin ist, kann ich auch sehr schnell mit Backspace wieder weglöschen. Die tun dann erstmal so nicht weiter weh.
Ich lege jetzt also meine Spuren an, die ich hier so brauche. Ich tippe hier meinen Namen ein, Sprecher 1 wird das Ganze. Und das wollen wir hinterher zeigen. Spur 2 nenne ich mal Skype. Die kommt dann etwas später rein. Jetzt habe ich also schon mal einen Aufbau, mit dem ich im Prinzip schon loslegen kann. Ihr habt hier unten rechts Plus, Minus, womit ihr die Spuren ein bisschen größer machen kann, damit man das Ganze vernünftig und ordentlich sieht. Ein Grundprinzip, so wie ich Ultraschall konzipiert habe, ist, dass man die verschiedenen Schritte nicht nur hier in dem Menü hat, Setup, Aufnahme und Produktion, sondern dass man sich auch die Programmoberfläche entlang dieses Workflows parametrisieren und ein bisschen selber einrichten kann. Und das ist das, was sich hier links oben unter Views findet. Das heißt also, ich habe hier 3 Views abgespeichert, einen für Setup, einen für die Aufnahme und einen für den Schnitt. Ihr könnt, wenn ihr irgendwann fortgeschritten seid, die auch komplett ummodeln und euch eigene Anordnung von Fenstern und Features zusammenbauen. Ihr könnt auch hingehen und mehr Views definieren als diese 3. Ja, da ist Reaper also extrem flexibel, was einem da kaum irgendwelche Vorschriften macht. Ihr schaltet die Views um, indem ihr einfach auf das jeweilige Icon drüber geht und ihr seht auch jeweils den State, in dem ihr euch befindet. Das ist der gelbe. Ja, das heißt also, wir haben hier im Setup-View spielt beispielsweise die Routing-Matrix eine große Rolle, dazu kommen wir gleich. Die Big Clock brauche ich dafür eigentlich nicht an der Stelle, ist falsch reingespeichert. Wohingegen ich bei der Aufnahme eine große Uhr habe, wo man sehen kann, wie lange läuft das Ganze schon und hier rechts ich meine Kapitelmarken drin verwalten kann. Und im Schnitt habe ich auch wiederum Kapitelmarken und noch so ein Navigator-Fenster. Das ist aber letztendlich, wie gesagt, jetzt einfach nur von mir ein Vorschlag, wie man es machen könnte. Ihr seid durchaus frei und aufgerufen, da zu eigenen Lösungen bezüglich des Interfaces zu kommen. Aber ich würde empfehlen, immer spielt erstmal ein bisschen mit den grundlegenden Settings. Okay, ich habe jetzt 2 Spuren aufgenommen. Ich sehe aber noch nicht wirklich, dass hier irgendwas passiert. Das hat zum einen den Grund, dass ich hier noch nicht auf Aufnahme gegangen bin. Das heißt also, es läuft erst dann ein Audiosignal in eine Spur rein, wenn die auch scharf geschaltet ist. Das heißt also, hier mit dem roten Knopf links neben der Spur, beziehungsweise hier unten, habt ihr also die Möglichkeit, Record Arm zu drücken und ab da seht ihr, kommt jetzt das Signal rein. Das Signal, was ich jetzt reinschleife, ist das, was ich hier vom H6 habe. Das heißt also, wenn ich jetzt da reinspreche, wird es entsprechend rot. Eine der Skinning-Geschichten, die ich vorgenommen habe an der Reaper-Standardoberfläche, ist hier die Aussteuerungsanzeige. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Moment, das mal zu zeigen. Und zwar habe ich hier in 3 Bereiche unterteilt, zu leise, gerade richtig und zu laut. Das Grüne ist etwas zu leise, das geht bis minus 18 dB. Dann habt ihr eine Strecke von minus 18 bis minus 6 dB. Das ist der Bereich, in dem ihr eigentlich euren Podcast auspegeln wollt, damit ihr also ein bisschen Luft nach oben habt, bevor ihr ins Clipping geht. Und wenn ich jetzt weiter reinspreche hier, seht ihr, dass alles jenseits von 6 irgendwann in den Bereich des Clippings reingeht. Und wenn ich sehr laut bin, ja, da ist jetzt ein Limiter schon drin, wird er irgendwann ein Clipping machen. Ihr habt hier oben, das ist auch sehr praktisch bei Reaper, immer den derzeitig maximal erreichten Pegelstand oben angezeigt. Das heißt also, ihr seht jetzt bei dem aktuellen Setting hier, ist er maximal bis minus 3,6 gegangen. Das ist eigentlich schon ein bisschen viel, dann wird man eher schon ein bisschen runterregeln. Mit einem Klick auf dieser Zahl resettet ihr das Ganze wieder. Ich rede jetzt mal ein bisschen leiser und dann seht ihr, also er kommt jetzt kaum über 10 hoch und erst wenn ich wieder ein bisschen lauter bin, kriegt er irgendwann wieder einen neuen Maximalwert. Das ist ein sehr schönes, einfaches Tool, um zu gucken, so sind die Spuren alle gleichmäßig ausgepegelt, haben sie alle ungefähr einen Maximalwert und wie läuft das Ganze? Das ist also hier die Anzeige, die ich ein bisschen geskinnt habe. Seht also einfach zu, dass ihr eure Podcast-Aufnahmen, so ungefähr wie es jetzt ist, eigentlich immer im gelben Bereich fahrt. Dann habt ihr eigentlich an der Stelle keine Schmerzen. Was ich wieder reingebaut habe, weil es dann doch viele vermisst haben, sind Mute- und Solo-Tasten. Das ist neu in der 1.2. Die Funktionen derselben sind genauso wie auf einem Mischpult. Ist auch bei dem
Setup eures Podcasts gar nicht so schlecht, um also irgendwie eine Solospur zu haben, damit ihr wirklich nur einem einzigen einmesst und alle anderen dann währenddessen einfach stumm geschaltet sind und man nicht irgendwie so ein großes Tobabow hat. Ist das, glaube ich, ganz praktisch. Ich schicke jetzt einfach mal eine Aufnahme los. Auch hier könnt ihr entsprechend nochmal reinzoomen. Die Oberfläche ist insgesamt sehr flexibel, das heißt also, ihr könnt die verschiedenen Elemente in der Größe sehr einfach zueinander anpassen, um zu gucken, so was ist gerade wichtig, was ist weniger wichtig, und könnt auch diese Setups abspeichern. Das heißt also, wenn euch irgendein View dann richtig gut gefällt, könnt ihr bei mir in der Doku nachgucken, wie man den dann als einen neuen View speichert. Wenn ihr euch die Shortcuts nicht merken könnt, das sind die F-Tasten zum Aufrufen der verschiedenen Views, wenn ihr nicht über die Icons gehen wollt, mit Shift und den entsprechenden Funktionstasten speichert ihr den aktuellen View in den jeweiligen Preset-Slot. Na, wie gesagt, ich habe jetzt hier die Slots 1 bis 3. Ihr erreicht dieses Fenster, wenn ihr es vergessen habt, auch immer, indem ihr oben einmal auf Views drauf drückt. Da ist also das entsprechende Menü dahinter, da muss man sich nicht wieder durch irgendwelche Sachen durchkramen. Ihr seht jetzt, dass hier die Aufnahme schon reinläuft. Die sieht jetzt auch schon sehr gesund ausgesteuert aus. Ich würde sie fast normalerweise ein bisschen leiser drehen. Das ist schon eine sehr wuchtige Folge, da ist gar nicht mehr so viel Headroom nach oben, aber im Prinzip läuft das schon ganz schön so durch. Okay, gehen wir mal weiter in dem Menü hier. Das nächste, was ihr eigentlich ansonsten machen wollt, ist, ich lösche die Aufnahme mal weg. Ein Doppelklick unten auf der Leiste hier bringt euch übrigens zu einer Gesamtansicht eurer Wellenform oder eures Projektes von Anfang bis Ende. Genau dasselbe macht dieses Icon hier oben. Das heißt also, es ist relativ einfach, sich in Reaper hinter irgendwo zu verlieren, dass man also irgendwo so mittendrin hängt. Mit einem Klick hier drauf kommt ihr immer wieder schnell auf den Bird's Eye View zurück und habt eine gute Übersicht über euer Gesamtprojekt. Das Erste, was ihr eigentlich machen wollt, darum lösche ich jetzt die Spuren nochmal weg, ist euch Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich so euer Grundsetup aus, wenn ihr einen Podcast fahrt. Und ein guter Angriffspunkt dafür ist erstmal die Ultraschallvorlage, die ich mit der Installation mitliefere. Das heißt, wenn ihr also Ultraschall installiert habt, habt ihr hier unter Projektvorlagen im Podcast-Menü den Eintrag Ultraschall. Und wenn ihr den ladet, bekommt ihr schon mal ein Grundsetup mit zwei Sprechspuren, eine Skype-Spur und eine Einspielerspur, was schon mal so ein bisschen so die Vanilla-Situation von einem Podcast sein sollte. Wundert euch nicht, dass die Skype-Spur und die Einspielerspur gleich farbig eingefärbt sind. Da habe ich einen kleinen Hack reingebaut, dass sobald eine Spur Einspieler heißt oder Skype heißt, die entsprechend diese Farbmarkierung bekommt. Ansonsten könnt ihr auch jede Spur mit einer rechten Maustaste über Trackfarben eine euch gefallende, schönere Standardfarbe der angedeihen lassen über den Track. Das ist jetzt also ein ganz gutes Anfangssetup, mit dem ihr arbeiten könnt. Wenn ihr generell keinen Podcast macht, in dem Skype eine Rolle spielt, macht es natürlich total Sinn, die Skype-Spur loszuwerden. Ja, also auch hier gilt immer die Doktrin, baut nur das rein in die Software, was ihr auch wirklich hinterher braucht und verwendet. Und es macht auch total Sinn, wenn ihr mehrere Podcasts fährt. Einer davon ist ein Skype-Podcast, der andere ist einer, wo es nur vor Ort ist. Baut für die jeweils unterschiedliche Templates. Ich zeige gleich, wie das geht. Das ist super einfach und ihr spart euch eine Menge Ärger damit. Ja, also die Regel ist wirklich ein Podcast-Format, ein technisches Setup, gleich ein Ultraschall-Template. Dann habt ihr da keine Sorgen. Wie speichere ich selber Templates? Zunächst einmal baut ihr jetzt also eure Sache so um, wie ihr es gerne hättet. In meinem Fall, ich habe jetzt hier keinen zweiten Sprecher und ich habe auch gar keinen Einspieler. Stattdessen will ich eigentlich meinen Skype-Track wieder haben. So, das ist jetzt also hier eigentlich mein Sendezentrums-Setup, was ich gerne haben möchte. Ich gucke nochmal nach, ob das Hauptgerät noch drin ist hier. Jawohl, das stimmt noch. Und ich möchte dieses Setup jetzt abspeichern. Dann gehe ich einfach auf Projektvorlagen und sage aktuelles Projekt als Vorlage speichern und ich nenne das Ganze jetzt Sendezentrum.
Jetzt habt ihr also dieses Setup inklusive sämtlicher Einstellungen als Grundlage für all euer weiteres Podcast-Tum. Genauso könnte ich jetzt hingehen und sagen, mein zweites Setup ist so, dass ich noch einen zweiten Sprecher habe und noch einen dritten Sprecher. So, und das ist... Das sind für die Sondersendung das Setup. So, und jedes Mal, wenn ich jetzt Reaper neu starte, lädt es zum einen das letzte Projekt, an dem ich gerade gearbeitet habe. Das merkt er sich also. Ich habe das jetzt nicht gespeichert, von daher bin ich wieder auf der cleanen Oberfläche und habe jetzt also als erstes hier unter Projektvorlagen zu jedem meiner Podcast-Formate mit meinem technischen Setup die richtigen Vorlagen, und ich möchte das Ganze jetzt hier als Sendezentrum haben. Lade ich das entsprechend rein, habe ich wieder meine Spuren so, wie ich sie haben wollte, inklusive auch hinterher sämtlicher Routing-Einstellungen beispielsweise. Das heißt also, ihr müsst dann dieses Skype N-1 wirklich nur ein einziges Mal verstanden haben, nur ein einziges Mal konfiguriert haben, und ab da könnt ihr quasi jede neue Sendung im Blindflug orchestrieren, indem ihr einfach nur das Setup reinladet. Ihr wollt natürlich dann schon die konkrete Folge nochmal umbenennen. Das macht ihr dann natürlich logischerweise nicht über die Vorlagen, sondern das macht ihr dann über Save Project, das ist auch hier unten drin, das ist der letzte Schritt quasi in der Vorlage, Projekt speichern unter, wo ihr dann der einzelnen Folge einen sinnvollen Namen gibt. Das Dateihandling der 1.2er Release sieht so aus, dass ihr zu jeder Folge einen Ordner angelegt bekommt. Ja, Create Subdirectory for Project, das ist hier neu aktivierte Punkt. Dieser Projektordner heißt genauso wie die Folge, die ihr produziert. In diesem Projektordner habt ihr sämtliche Dateien, die für euch relevant sind. Das heißt also sowohl die eigentliche Reaper-Datei, die also wo liegt welche Spur, wo wurde welcher Schnitt gemacht, stattfindet, als auch die Shownotes, wenn ihr sie exportiert habt, als auch die Peak-Dateien, die die Wellenformen vorberechnen, und alles in einem einzigen Ordner. Diesen Ordner könnt ihr verschieben, auf den anderen Rechner transferieren, dort Reaper starten, das Ganze hochladen, und ihr seid sofort up and running. Ja, das heißt also, ihr müsst nicht mehr irgendwie groß rumsuchen, sondern schnappt euch nur diesen einen Ordner der jeweiligen Folge und ihr seid sicher. Okay, jetzt habe ich also hier mein Projekt gespeichert und gucke nochmal nach, ob die Eingänge jetzt wieder vernünftig sind. Ihr seht hier, dass die GUI dynamisch ist. Das heißt also, sobald ich mehr Platz oben in der im Schnittbereich haben möchte, verlieren die Mixer unten links irgendwann an Funktionalität. Ja, das heißt aber nicht, dass es weg ist, sondern ich habe das einfach nur so geskinnt an der Stelle, dass sie dann ausgeblendet werden. Das heißt also, alle Einstellungen, die ihr hier oben macht, sind nach wie vor natürlich aktiv. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf Mute gehe und den runtergeschaltet lasse, bleibt der State natürlich erhalten. Aber nicht, dass ihr euch also wundert, beispielsweise während der Aufnahme habe ich normalerweise mein Theme so geskinnt, dass ich also viel Platz oben habe, um zu gucken, sieht das alles schick aus, und ich möchte tunlichst nicht mehr an irgendwelche Mute- oder Solo-Buttons rangeraten, von daher sind die unten dann automatisch ausgeblendet. Aber auch das ist halt wirklich Geschmackssache und ihr seid völlig frei, euch das selber so zu konfigurieren, wie ihr es für richtig haltet. So, ich wollte die Eingänge zuweisen. Schickes Feature, was Reaper hier noch mitgibt, ist, wenn ich ein Interface habe, wie jetzt hier das Zoom H6, wo ich eine Menge Eingänge habe, beispielsweise, wir sind jetzt hier auf den 1818er Presonus unterwegs, da haben wir 8 Eingänge. Wie kann ich schnell die 8 Eingänge hier auf meine Spuren mappen? Ich lege einfach alle Spuren an, die ich brauche, markiere alle, gehe dann hier auf die Input-Auswahl, wo ich also auswählen kann, was soll genau jetzt der Input für diese Spur sein, und wähle dann hier unten Assign Inputs Sequentially und dann Mono, und dann seht ihr, so, und zwar H6 1 bis 4 ist richtig. Und jetzt hat er automatisch auf einen Schlag sämtlicher meiner Spuren hier sauber auf mein Hardware-Interface gemappt. Ehrlich gesagt, wenn man vernünftig mit Presets arbeitet und dann nicht ständig die Hardware austauscht mit den Templates, braucht man sowas eigentlich nicht, weil ihr ruft ja einfach nur euer Template auf und da ist schon alles richtig zugewiesen. Trotzdem, wenn man es mal gesehen hat, ganz netter Effekt.
So, ich schalte den mal wieder auf Arm und da kommt jetzt hier auch mein Eingang wieder rein. Ihr seht jetzt, dass in Spur 2 auch was reinläuft. Das liegt daran, dass das Zoom H6 jetzt hier dieses Stereo-Mikro drauf hat und ein linker und ein rechter Kanal ist. Das heißt, wenn ich jetzt also hier nur eine Seite trigger, wird der entsprechende Balken größer oder kleiner. Er ist jetzt an der Stelle ein bisschen überflüssig, von daher baue ich die überflüssigen Spuren hier sowieso mal wieder raus, damit wir wieder auf unserem Grundsetup sind, wo wir eigentlich hin wollten. So. Okay, widmen wir uns jetzt mal der Skype-Geschichte, denn das ist ja so eins der größten Probleme, die wir haben. Wie kann ich vernünftig mit Skype agieren? Bis hierher ist es also klar, jeder Sprecher, wenn ihr ein entsprechendes Soundinterface hat, läuft in eine separate Reaper-Spur rein. Ich kann dort entspannt schneiden, schieben, zeige ich hinterher in einem letzten Schritt und habe also da volle Kontrolle über mein Audiosignal und das nicht auf eine Stereospur oder Monospur gar runtergerechnet, sondern jeder einzelne Sprecher hat schön seine einzelne Spur. Und genauso möchte ich es mit meinem Skype-Signal halt auch hinterher am Ende haben, um da so auch, gerade Skype hat ja schon mal so seine Dropouts und Issues, vernünftig dann editieren zu können. So, und damit das geht, schalte ich jetzt diese Skype-Spur, die ich angelegt habe, auf das, was Skype mir hinschickt. Und wir haben das hoffentlich sinnigerweise benannt, Skype Gast. Das heißt also, Skype Gast ist das Signal, was der Gast von seinem Rechner über Skype zu euch hinschickt und was ihr mit Reaper aufnehmen wollt. Skype Send hingegen ist das, was ihr dem Gast rüber schickt. Das heißt also, all eure Spuren plus Einspieler, die ihr lokal habt. Ja, wenn ich jetzt also Skype Gast anwähle, passiert erstmal gar nichts, weil ich ja noch gar kein Skype am Start habe. So, das ist jetzt der Moment, wo es ein bisschen spannend wird. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das jetzt auch wirklich live funktioniert. Wir haben hier mal einen Skype drauf. Das ganze Prinzip funktioniert übrigens natürlich genauso mit Mumble oder mit irgendeiner anderen Internet-Telefonitis-Software, die es mir erlaubt. Okay. Muss ich mal kurz gucken, wo jetzt hier das Problem ist. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Dammit. Ha, gut. So. Was ihr jetzt natürlich machen müsst, ist Skype auch beibringen, dass irgendwas anders ist. Das macht ihr logischerweise auch in den Skype-Settings und zwar in den Skype-Audio-Video-Settings. Im Moment hat jetzt Skype mein eingebautes Mac-Mikrofon drin als Eingang. Das macht aber natürlich keinen Sinn. Stattdessen, Mikrofon ist ja das, was von eurem Rechner zum Skype-Partner geht. Das heißt, hier müsst ihr jetzt anwählen das Device Skype Send. Denn das ist das, was ihr hinschickt. Wohingegen der Lautsprecher, das, was ich höre, ist der Gast. Das heißt, hier wähle ich jetzt mein Ultraschall-Device Skype Gast aus. Das Klingeln sollte das sinnvollerweise auch sein oder ihr macht das Klingeln weg, ist letztendlich ein bisschen wurscht. Okay, das ist eigentlich schon alles. Ja, mehr müsst ihr Skype eigentlich nicht sagen. Also horche auf dem Interface, was ich dir schicke und sieh zu, dass du mir das über USH Skype Send schickst. So, und den ersten Schritt der Schaltung sollte man jetzt schon machen können. Das heißt, ich mache jetzt mal einen Testanruf. Ich bräuchte jetzt ein bisschen Audio mal auf der ja, ich weiß, aber ansonsten ist es ein bisschen doof.
So, und ich gehe mal in Reaper rein und sehe da, das, was ihr jetzt hier rechts seht, das ist schon das, was euch über Skype kommt. Ich gucke mal, ob ich das jetzt irgendwie geroutet kriege, dass ihr es auch hört. Jetzt ist natürlich hier. Ich höre es jetzt hier, warte mal, dann machen wir es doch mal so. Es gibt nichts über flexibles Routing. So, probieren wir nochmal. Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test zurück. Hast du da was? Nach dem Ton haben Sie. Kannst du mal lauter machen? Vermutlich brummt es jetzt noch nicht mal. Sie anschließend abhören können. Hallo Test, hallo Skype. So, das ist jetzt ein bisschen pointless. Ah, okay. So. Also noch, ihr habt's gehört, ja? Das war also die normale Skype-Test-Geschichte. Und sie ist hier in meinen Reaper reingelaufen. Ich starte jetzt auch mal die Aufnahme, damit man das Ganze auch ein bisschen nachvollziehen kann. Ich habe nach wie vor oben meine eigene Stimme. Unten passiert jetzt noch nichts. Ganz einfach, das ist auch eine hässliche Farbe hier. Wieso sind die meine Farben weg? Na egal. Das heißt, ich mache jetzt noch mal kurz den Call. Lass das mal oben. Ich denke, es dürfte jetzt nicht mehr brummen. Ist verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. So, das ist der Moment, wo ich jetzt bei dieser... Lass es wirklich mal. Ich lese es brummt nicht, oder? Was? Ja, aber jetzt ist Moment, wenn es jetzt brummt, ist okay. Also ansonsten klappt das alles nicht. Also lass das einfach bitte so, okay? Ich rede übers Brummen hinweg. So, wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, dann haben Sie Skype richtig konfiguriert. Wenn Sie nur diese Nachricht hören, aber nicht Ihre eigene Stimme, dann sind die Einstellungen für die Aufnahme nicht korrekt. So, ihr seht aber auch, dass jetzt hier er nichts aufgenommen hat, was ich reingesprochen habe zwischendrin. Das heißt also, wenn die Schalte schon perfekt wäre, hätte eigentlich dieses ganze Audiosegment sich jetzt auch hier unten in der Antwort wiederfinden müssen. So, warum ist das noch nicht der Fall? Weil wir derzeit mein Mikrosignal noch nicht zu Skype reinrouten. Wie machen wir das? Das machen wir über die Routing-Matrix. Das ist eine Geschichte, wo ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit drauf eingehen werde, wo es aber elementar wichtig ist, dass jeder Ultraschallnutzer es einmal in seinem Leben komplett verstanden und durchdacht hat. Es gibt diverse Screencast-Folgen von mir dazu, wo ich das hoffentlich einigermaßen gut erkläre. Eigentlich ist es auch nicht so rasend schwierig. Ihr seht halt, ihr habt hier die verschiedenen Spuren, die ich angelegt habe. Das heißt, wenn ich jetzt eine Spur mehr anlege, was ich sogar hier, ne, so, das ist schon eine stabile Software. Ich kann während der Aufnahme jetzt hier einfach Spuren rein- und rausschieben. Käme diese auch mit dazu. Ja, das ist also alles schön echtzeitig hier. Und ich habe hier auf der anderen Achse abgetragen die verschiedenen benannten Sound-Interfaces. So, und das, was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich meine Sprechspur hinschicke auf die Skype-Send-Geschichte. So, da muss ich mal schauen, wo hier jetzt dann die richtige Spalte ist. Das ist nämlich gar nicht so trivial. Das ist Skype-Gast, da möchte ich es tunlich nicht hinschicken, weil das ist ja das, was zu mir reingeht, sondern stattdessen habe ich es hier. So, und wenn ich jetzt hier einen Block setze, bedeutet das letztendlich, dass all das, was in der Spur 1 reingeht, gleichzeitig auch rausgeht auf dieses Sound-Interface Skype Send. Ich kann das wieder löschen, indem ich Alt drücke und klicke. Dann kriege ich die Sachen also auch schnell wieder raus, sodass man so relativ flüssig sich sein Routing hier zusammensetzen kann. So, was ich natürlich tunlichst nicht machen sollte, ist Skype nochmal auf sich selber routen oder ähnliches. Das lasse ich also schön so, wie es ist. So, und jetzt schauen wir mal, ob der Trick funktioniert, indem ich jetzt nochmal Skype anrufe. Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können.
Hallo Skype, dies ist ein fröhlicher Test direkt vom 31C3 vor Publikum. Bitte einmal lautes Publikum für Skype. Danke, danke und wir werden schauen, ob es ankommt. Ich höre nichts. Ich höre gar nichts. Verdammt. Was macht sie denn überhaupt? Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, nee, konnte ich nicht hören. Dann haben Sie es gerade... Verdammt. Gut, das ist der Moment, wo es alles ganz schrecklich peinlich wird. Mal eben schauen, ob das schon hilft. Skype-Gast. Sprecher 1 ist eigentlich auch richtig. So, eigentlich sollte ich das aber auch debuggen können, indem ich jetzt in Skype schon in den Settings mir das angucke. Ah ja, da läuft aber Audio rein. Okay, weil das hätte ich eben ehrlich gesagt auch schon machen können. Ja, ihr seht, dass jetzt hier schon Aussteuerung bei Skype reingeht. Probieren wir das einfach nochmal. Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Hallo Skype, dies ist ein zweiter Test, diesmal ohne Publikumsbeteiligung. Sowas nutzt sich ja schnell ab, solche Bühnentricks. Ich hoffe aber, dass... Komm, du darfst jetzt einmal reinjubeln. Yay! Hallo Skype, dies ist ein zweiter Test, diesmal ohne Publikumsbeteiligung. Sowas nutzt sich ja schnell ab, solche Bühnentricks. Ich hoffe aber, dass... Komm, du darfst jetzt einmal reinjubeln. Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, dann haben Sie Skype richtig. So, herzlichen Glückwunsch. Ihr seht, es ist also wirklich möglich, eine Skype N-1-Schalte komplett zu generieren, ohne irgendwo mit großen Kabeln oder Ähnlichem zur Sache zu gehen, einfach nur, indem man mit virtuellen Soundkarten arbeitet. Noch ein Wort zum Begriff N-1. Warum dieses N-1? Mein Setup war jetzt sehr, sehr simpel, sprich nur ein Sprecher. Wenn jetzt hier Nummer Huhu auch ein Sprecher wäre, würde ich die natürlich auch zu Skype hinschicken. Wenn ich noch eine Spur hätte, wo ich Einspieler mit verwerte, schicke ich die auch zu Skype hin. Das heißt also, ich nehme eigentlich sämtliche Spuren, die ich habe, n gleich Anzahl meiner Spuren, minus 1 nehme ich die Skype-Spur selber. Ja, darum ist also hier alles hingeroutet, außer dem Block, den Skype quasi selber mir schickt. Das würde einen Endlos-Loop geben, das macht keinen Spaß. Aber darum hört er eben auch kein Echo seiner eigenen Stimme oder ähnliches, sondern hat also wirklich nur unser lokales, sauberes Audiosignal vorne dran. Okay, was haben wir ansonsten noch so für Tricks auf Lager während der Aufnahme? Sicherlich das Hilfreichste ist, wir können Kapitelmarken setzen. Kapitelmarken setzen sich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das Einfachste, was ich machen kann, ist einfach nur einen Marker setzen. Entweder indem ich M drücke oder indem ich gehe mal in den Aufnahmeview, dann sehe ich auch gleich, dass sie reinlaufen. Indem ich dieses Icon hier nehme, das sagt also einen Marker an die aktuelle Stelle reinsetzen. Ihr seht, dass jetzt hier in der Markerliste auch automatisch die neuen Einträge reinkommen. Wenn ich während der Aufnahme schon merke, okay, jetzt ist Klopause angesagt oder das ist irgendwie mir gerade völlig aus dem Ruder gelaufen, da muss ich auf jeden Fall dran schneiden. Dafür ist, wie uncool. Eigentlich dieser Button hier gut. Uiuiui, da müssen wir nochmal debuggen. Der setzt normalerweise einen roten, knallroten Edit-Marker. Gut, dass wir das vor der Release hier gerade noch feststellen. Der würde eigentlich genau sowas reinsetzen wie die anderen hier, nur in den Knallrot, und würde das nochmal mit Edit benamen, sodass ich also schnell sehen kann, okay, hier ist irgendwas anders. Da muss ich hinterher im Schnitt drauf achten, um mich darum zu kümmern. Ihr könnt auch, wenn ihr viel Zeit und Lust und Laune habt, gleich schon eine benamte Kapitelmarke reinsetzen. Dann nehmt ihr einfach Shift-M und sagt, dies ist Kapitel 1 beispielsweise. Dann erscheint das auch gleich direkt in eurer Aufnahme.
Ich persönlich würde schon dafür plädieren, wenn ihr cool genug seid, die Marker durchaus während der Aufnahme selber schon zu machen. Ob man sie auch gleich benennt und so weiter, muss jeder für sich selber wissen. Wenn man irgendwie mit vielen Leuten um den Tisch sitzt und einer letztlich die Technik macht und die anderen währenddessen weiterreden, ist das, denke ich, kein Problem. Wenn man irgendwie nur allein oder zu zweit ist, ist es wahrscheinlich eher blöde, wenn einer ständig irgendwo anfängt, Metadaten zu bearbeiten. Stattdessen würde ich sagen, okay, dann macht es lieber im Nachhinein, was natürlich genauso gut geht. Viel mehr solltet ihr während einer Aufnahme auch eigentlich gar nicht machen oder machen müssen. Generell gilt hier ein bisschen der Ansatz hands-free, das heißt also eigentlich startet man einmal das Setup, lässt es laufen, stellt den Rechner irgendwo sicher in die Ecke und berührt ihn nicht mehr groß weiter. Könnt ihr natürlich dann berechtigterweise fragen, wie kann ich dann die M-Taste drücken? Hier kommt dann eine unserer Erweiterungen ins Spiel, dass wir also in der Lage sind, ich habe jetzt keine hier auf dem Tisch, beispielsweise über OSC eine Kapitelmarke zu setzen oder über ein beliebiges MIDI-Device. Das heißt, wenn ihr ein MIDI-Keyboard habt, könnt ihr das anschließen und Kapitelmarken mit MIDI setzen. Oder ihr könnt beispielsweise auch mit einer Wiimote Kapitelmarken setzen. Wenn ihr also von einer Wii-Gaming-Konsole noch irgendwo Controller übrig habt, könnt ihr die so programmieren, dass sie hier in Reaper diverse Funktionen übernehmen können. Kapitelmarken ist somit das Sinnvollste, neben anderen Sachen wie beispielsweise Räuspertasten, komme ich gleich vielleicht noch zu. Das heißt, es gibt also ganz diverse Möglichkeiten, wie man hier während der Aufnahme an Kapitelmarken, Setzfunktionen reinkommt, ohne dass sich dafür unbedingt an das Laptop dran ist. Eine Geschichte, die ich noch gerne zeigen würde, ist, wir haben ja hier beim Setup gesehen, dass dieses Routing eine wichtige Rolle spielt. Das heißt also, wie geht das Audio von wo nach wo? Und auch hier ist es so, dass man natürlich mit einem Setup die ganze Sendung fahren kann. Das ist auch total legitim. Ja, dann ist die Welt also sehr einfach. Ihr stellt einmal euer Routing ein, speichert das Ganze, nachdem ihr es eingestellt habt, hier als Projektvorlage, ruft die immer wieder auf und habt kein Problem damit. Nur ist es aber so, dass manchmal die Sendungen durchaus ein bisschen komplizierter sind. Beispielsweise bei den Wikigeeks, Gott hab sie selig, war es so, dass wir am Anfang immer so ein bisschen Fahrstuhlmusik hatten auf dem Stream, damit die Leute schon mal was hören. Wir wollten untereinander auch schon reden können, wollten aber nicht, dass unsere Stimmen auf den Stream rausgehen. Und während der Sendung sollte das natürlich umgeschaltet werden, dass dann also alle Signale entsprechend auf dem Stream drauf sind. Das ist relativ einfach umzusetzen, indem man einfach sagt, okay, wir haben noch ein Interface, was einfach ein Stream ist. Das heißt, das nehme ich also in der Audio-MIDI-Steuerung, nehme ich das mit dazu. Mache ich jetzt nicht, weil es jetzt einfach ein bisschen Zeit kostet, aber ich simuliere das. Das heißt aber, ihr erweitert euer Hauptgerät dadurch, dass ihr das Ultraschall-Hub-Streaming-Device mit reinnehmt. Dann würde das hier oben auftauchen. Ich tue mal so, als sei jetzt dieser Kanal hier das Streaming-Device. Dann könnt ihr das so lösen, indem ihr sagt, während der Pre-Show geht nur die Einspielerspur auf den Stream raus. Und ihr speichert das als ein Routing-Preset ab. Die habt ihr hier in der Mitte. Und genauso wie ihr oben auf Views klicken könnt, könnt ihr auch hier auf Routing klicken. Und habt dann hier die verschiedenen Presets für eure Sendung. Traditionell bringe ich hier mit meinem Ultraschall-Setup schon mal drei Situationen mit rein, nämlich Pre-Show, Aufnahme und Schnitt für drei unterschiedliche Routings. Da könnt ihr auch beliebig viele eigene hinzufügen und die umbenennen und umbauen. Da seid ihr also wieder völlig flexibel. Aber der Trick wäre also, dass ich jetzt sage, okay, das hier ist mein Streaming-Device, da geht während der Pre-Show nur die Einspieler drauf. Gehe ich jetzt rechte Maustaste hier auf Pre-Show und sage Override Snapshot. Und dann habe ich jetzt hier die Pre-Show mit diesem Setup belegt. Jetzt ist die eigentliche Aufnahme. Da soll natürlich alles auf den Stream gehen, unter anderem auch mein Skype-Gast. Das heißt, ich markiere jetzt also hier in der Routing-Matrix alle Felder, dass sie drauf streamen sollen und sage, das soll jetzt die Aufnahmesituation sein, und sage ich Override Snapshot. So, und jetzt, oh Wunder, kann ich hier zwischen diesen beiden Presets hin und her schalten und habe also binnen von einer halben Sekunde das komplette Routing meines Podcasts dynamisch umgeschaltet und habe das, damit das hier nicht ständig irgendwie Platz wegnimmt, dann auch schön
hier in zwei Presets mit Icons versehen. Die Icons sind jetzt hier etwas verbogen, weil ich jetzt hier gerade nicht so viel Platz habe. Ja, aber ihr seht hier links, wenn ich zwischen diesen Icons hin und her schalte, ändert sich auch gleichzeitig das Routing. Ja, also auch hier gilt die Devise, einmal verstanden haben, einmal perfekt eingestellt für den Podcast, für die verschiedenen Phasen eures Podcasts, falls es relevant ist, hier vernünftig in Routing-Presets abgelegt, die vernünftig benannt, dass ihr selber sie wiederfindet und wisst, was damit gemeint war. Und dann hat sich das Problem eigentlich. Aber ihr könnt also während der Aufnahme flexibel das Routing umstellen, ohne dass ihr also irgendwie auf Stopp gehen müsst oder ähnliches. Da ist also Reaper wirklich ganz erschütternd robust. Okay, wenn die Aufnahme denn dann irgendwann mal komplett im Kasten ist, kommt der Schnitt, beziehungsweise so die Post-Production. Und hier gibt es auch ein paar Specials, die wichtig sind. Mehrspuraufnahme bedeutet auf der einen Seite, dass ihr natürlich tolle Möglichkeiten habt, indem ihr beispielsweise sagen könnt, okay, ich habe jetzt hier dieses Voice-Pan, das möchte ich rausgeschnitten haben, wohingegen oben halt alles bearbeitet bleibt. Ja. Habe ich jetzt also schön nur diese Stelle hier raus operiert oder ich kann auch hier noch ein bisschen reingeben oder kann sagen, okay, das hier soll rausfaden. Solche Geschichten hier kann man jetzt sehr schön machen und das geht natürlich nur, wenn ich eine Mehrspuraufnahme habe und nicht, wenn ich eine Aufnahme habe, wo alles schon in einer einzigen Spur zusammengerendert ist. Aber ihr kennt das von Spider-Man, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Es kann da auch eine Menge schief gehen bei einer Mehrspuraufnahme im Schnitt. Wenn ich nämlich beispielsweise nicht aufpasse, wie das Verhältnis der Spuren zueinander sich verhält. Beispielsweise, wenn ich jetzt also auf die Idee käme zu sagen, so, ich schiebe das jetzt mal irgendwo so da so hin. Schon sind natürlich die beiden Stimmen komplett gegeneinander versaut, verschoben. Das heißt, das hier, was jetzt gerade passiert, das darf niemals, nie passieren. Ich möchte eigentlich immer sämtliche Spuren gleichzeitig irgendwo in der Zeit bewegen. Jetzt könnte ich es mir sehr umständlich machen und sagen, naja, okay, ich schneide jetzt mit dem Schneidewerkzeug hier alle Spuren durch und dann mache ich den zweiten Cut und dann lösche ich das hier raus und ich lösche das raus und ich schiebe das rüber und dann schiebe ich das rüber. So kann man natürlich arbeiten, aber das ist natürlich nicht wirklich effizient und macht nicht wirklich viel Spaß. Und von daher haben wir hier bei Ultraschall ein paar Hilfen eingebaut, wie man mit der Situation etwas souveräner umgehen kann. Das erste, was man machen kann, ist das sogenannte Ripple Editing. Und dafür sind diese beiden Buttons hier oben gut. Ich kann Ripple Editing entweder ganz ausschalten oder auf allen Spuren aktiv haben oder nur auf einer Spur aktiv haben. Das sind quasi drei Zustände. Wirklich relevant sind eigentlich nur komplett aus und für alle Spuren aktiv. Was macht dieses Ripple Editing? Dieses Ripple Editing sorgt dafür, dass egal wo ich welche Spur angreife, sich immer sämtliche dahinterliegenden sauber mit verschieben. Ja, mit Ripple Editing, ohne Ripple Editing, Ripple Editing nur auf der aktiven Spur. Das sind also die drei Zustände, wie ich mit diesem Ripple Editing umgehe. Das ist, auch wenn man es einmal verstanden hat, trotzdem immer noch ein Quell steter Gefahr. Nur nochmal hier als Demonstration, auch gesetzte Kapitelmarken verschieben sich natürlich beim Ripple Editing sauber mit. Das heißt also, das ist alles schön relativ zueinander. Trotzdem, auch wenn man das einmal verstanden und Intus hat, gibt es immer noch Gefahren, dass die Sachen irgendwann zueinander man doch mal unaufmerksam war. Von daher habe ich noch eine neue Funktion reingebaut in die 1.2, um so das gängigste Kommando überhaupt einfacher zu machen. Und das ist der Ripple Cut. Das heißt also, dass ich einfach wirklich irgendwo eine Störstelle oder eine Pause oder ähnliches komplett rausschneiden möchte. Das mache ich ganz einfach, indem ich den Anfang und das Ende markiere. Sagen wir mal so, bis hier soll das Ganze gehen. Ich kann dann danach auch meine Markierung noch feinjustieren. Habe da alle Zeit der Welt. Und wenn mir das dann irgendwann gefällt, nehme ich dieses neue Icon hier oben
dann wird automatisch, obwohl ich gar kein Ripple Editing aktiviert habe hier, genau die Passage rausgenommen, alles andere dran geschoben und so komme ich also zu einem sehr schnellen, flüssigen Schnitt. Das Ganze kann ich auch über Tastatur-Shortcut machen, das ist Alt entfernen. Ja, und so komme ich also wirklich sehr, sehr schnell für 90% der anfallenden Nachproduktionsaufgaben durch meinen Podcast durch und bin nie irgendwo in der Verdrückung, dass ich irgendwo Sachen verliere oder sich irgendwas gegeneinander verschiebt. Ich glaube, das ist ein Feature, was großen Anklang finden wird. Eine Sache, die man auch noch mal kurz zeigen kann, dass es sie gibt, die aber ein bisschen zu kompliziert wäre, um das jetzt hier noch ausführlich zu zeigen, ist das Handling von Räuspertastenspuren. Jeder Profi-Podcast, der was auf sich hält, gibt ja den Leuten die Möglichkeit, wenn sie machen, vorher sich zu muten. Weil meistens weiß man eben doch vorher, oh, ich muss gleich husten. Und dann möchte man das im Vorfeld halt natürlich irgendwo berücksichtigen können. Das ist dann die sogenannte Räuspertastenspur. Und auch dafür habe ich in den Setups einen Menüpunkt hinterlegt, nämlich ausgewählte Spuren für Räuspertaste aktivieren. Das heißt also, ich sage am Anfang bei meinem Setup, ich bin hier Sprecher 1, ich möchte diese Spur für Räuspertaste aktivieren, dann klicke ich die einfach einmal an und wir sehen schon, es erscheint jetzt hier so eine rote Spur, das ist genau meine Räuspertastenspur. Ihr könnt die Sichtbarkeit ein- ausschalten dieser Spur, weil während der normalen Aufnahme nervt die eigentlich eher, wenn die da irgendwo rumliegt. Von daher würde ich die normalerweise eigentlich eher ausblenden. Nehmen wir mal an, der Podcast ist jetzt gelaufen und der oder diejenige hat einfach komplett vergessen, die Räuspertaste zu bedienen und möchte eigentlich nochmal Räuspern rausnehmen nachträglich. Dann könnt ihr das jetzt relativ einfach machen, indem ihr am Ende dann sagt, alle Spuren für Schnitt vorbereiten. Das ist wichtig. Das schaltet nämlich nochmal den ganzen Flow um, wie welche GUI-Elemente in Bezug auf diese Envelopes, also sprich die Räuspertaste, funktionieren. Das heißt also, ihr wollt hier Sichtbarkeit, alle Spuren für Schnitt vorbereiten. Genau, das ist das Erste. Und wenn ihr dann dezidiert an die Räuspertastenspur ran wollt, ist es sehr, sehr empfehlenswert, jetzt das neue Kommando in der 1.2 zu nehmen. Separate Mute-Spur für ausgewählten Track ein- ausschalten. Das legt nämlich die Räuspertaste-Spur nochmal unterhalb der eigentlichen Waveform. Der große Vorteil ist der, dass ich jetzt sehr, sehr schnell, ohne irgendwas weiter zu machen, hier unten meine Räusperbereiche reinmalen kann oder auch wieder korrigieren kann. Ja, ohne dass ich mit irgendeinem anderen Interface-Element der GUI durcheinander komme. Wenn ich das nicht habe, ich schalte das mal wieder aus und das hier mache, muss ich mir eigentlich von hier oben erst das Werkzeug holen, dann nach unten gehen und dann wieder nach oben. Das heißt also, ich kann immer nur von einer bestehenden Stelle aus machen. Ansonsten verschiebe ich die Spur selber. Und das ist natürlich tödlich, wie wir eben gesehen haben. Das heißt also, das, was ihr niemals nie haben wollt. Von daher würde ich also immer empfehlen, wenn ihr im Nachhinein Räuspertaste-Spur editieren wollt, nehmt diese neue Funktion separaten Track ein-ausschalten. Hier unten habt ihr nämlich keine Probleme. Da könnt ihr immer direkt mit der Maus reinmalen die Räusperspuren an die Stelle, wo ich das haben will. Das kann man auch sehr fein granular machen. Was Reaper einen leider nicht anbietet, ist so eine digital 0-1-Dichotomie. Denn eigentlich ist das ja ein Mute-Kommando, was ich hier setze, und das kann entweder komplett ein- oder komplett aus sein. Das heißt, das hier macht mal gar keinen Sinn. Aber ich kann es machen. Das ist ein bisschen doof, aber ich kann es auch leider nicht ausschalten. Da müssten wir noch deutlich tiefer in den Programmcode reinhacken, fürchte ich. Aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat und dran denkt, man malt immer in den unteren Bereich unterhalb dieses Striches oder da drüber. Da läuft also irgendwo der Threshold, ob was als 0 oder 1 interpretiert. Das heißt also, auch das hier wäre noch unmuted, wohingegen das dann hier schon muted ist. Ja? Aber mit ein klein bisschen Übung ist es also sehr schnell zu sagen, so, das ist der Bereich oben oder ich korrigiere das und nehme die ganzen Punkte wieder weg.
Schönes neues Werkzeug hier in der 1.2 zum etwas sauberen Arbeiten mit Voice-Per-Tastenspuren. Das Eleganteste ist dann halt wirklich, das auf irgendein ferngesteuertes Device für die Leute zu legen. Jede Spur hat eine eigene Voice-Per-Taste, bestenfalls über Wiimotes. Schaut euch meine Screencasts an, da zeige ich, wie man das einstellt. Das meiste in den Screencasts ist noch aktuell, bis auf diese letzten Schritte, wo ich damals noch in Reaper selber in diversen Settings was umstellen müsste. Das ist jetzt alles komplett hier in Makros in dem Menü gelandet. Das heißt also mehr als ausgewählte Spuren für Räuspertasten aktivieren, alle Spuren für Schnitt vorbereiten und dann separate Mood-Spur müsst ihr nicht mehr machen, einfach nur die Sachen in der Reihenfolge und ihr seid safe. Ja, ich versuche es von Release zu Release alles immer einfacher zu machen. Was haben wir noch so rumliegen? Kapitelmarken hatten wir schon gesehen. Wenn ich die gesetzt habe während der Sendung, aber noch nicht benannt habe, kann ich das komfortabel im Nachhinein dann hier in diesem Menü machen. Das heißt also, hier kann ich sagen, da, das ist Intro und das hier ist Kapitel 1 und das ist Huhu und das ist Hallo. So, und das letzte lassen wir einfach mal unbenamst. Dann habe ich hiermit jetzt nachträglich diese Kapitel benannt. Ihr könnt natürlich die Kapitelmarken dann auch an die richtige Stelle schieben. Das heißt also, wenn ihr sie nur so Pi mal Daumen gesetzt habt während des Podcasts, ist es natürlich sinnvoll, das dann wirklich nochmal direkt in den Anfang des Jingles zu knallen oder da, wo ihr halt beim Nachhören dann wirklich merkt, okay, hier ging das Kapitel rum. Und was ihr natürlich dann auch machen könnt, ist das Ganze dann schön exportieren. Dazu gibt es in der 1.3 diesen schönen neuen Knopf hier unten bei der Export-Sektion, der da wo heißt Export-Kapitelmarken. Ah, ich habe das Projekt noch nicht gespeichert, das macht Sinn. So, bevor das Projekt nicht gespeichert ist, kann man auch nichts exportieren. So, jetzt sagt er mir Chapter File Saved. Das sind jetzt komplett auch von der kompatible Kapitelmarken, die hier rausfallen. Wie finde ich die? Am einfachsten, indem ihr innerhalb der GUI hier unten dieses Ordner-Icon anwählt. Damit wird euch nämlich euer Projektordner, den ihr hier gerade angelegt habt, angezeigt. Und da liegt jetzt hier nämlich schon Test-Chapters.txt. Das heißt also, der Aufbau ist immer Name eures Podcasts, dann .chapters und dann .txt. Und wenn ihr das öffnet, seht ihr, dass also genau hier das simple Shownote-kompatible und Auphonic-kompatible und Podlove-Publisher-kompatible Format ist, was jetzt eins dieser Systeme reinschmeißt. Und dort habt ihr dann gleich die entsprechenden Kapitelmarken angelegt. Ich bin jetzt, glaube ich, in Auphonic nicht eingeloggt, ansonsten könnte ich das auch einfach mal kurz zeigen, wie simpel das ist. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Naja, doch, das geht doch. Ich starte mal in Auphonic eine neue Produktion. Kümmere mich jetzt gar nicht groß um die Geschichten, sondern interessiere mich hier nur für die Abteilung Chapter Marks. Hier könnt ihr ja entweder wirklich händisch die ganzen Sachen aufbauen, was auch okay ist, aber es ist natürlich viel eleganter, da wir sie jetzt schon mal hier haben, sie auch zu nutzen. Das heißt, ich nehme also hier den Menüpunkt Import Chapter Marks from File. Sage dann Datei auswählen und suche mir hier mein Projekt Test-Chapters.txt. Ja, und schwupps habe ich meine Kapitelmarken aus Reaper hier sauber in Auphonic drin. Wir überlegen, ob wir an der Stelle die Sache noch simpler machen und den Leuten noch eine Möglichkeit geben, direkt aus Reaper raus über die Auphonic API Kapitelmarken hier reinzuschicken. Wobei im Moment so ein bisschen der Ansatz von Tim und mir ist eher zu sagen, okay, der Podlove Publisher wird eigentlich das Zentralorgan für jegliche Metadaten und somit auch für Kapitelmarken. Das heißt also, wir würden uns dann eher über eine API an den Podlove Publisher dranhängen und uns dahin schicken. Bis dahin finde ich persönlich, ich bin ja doch auch ein Fan des Dateisystems, da hat man alles so gut unter Kontrolle, gar nicht so komplett verkehrt, irgendwo auch bei jedem Projekt das Ganze nochmal in Menschen- wie maschinenlesbarem Cut-and-Paste-freudigen Format zu haben, ist, glaube ich, auch nicht so komplett verkehrt. Okay, das ist es, was eigentlich zu Kapitelmarken zu sagen ist. Audiodatei schreiben
ist natürlich dann die Geschichte, die ihr irgendwann machen wollt. Das heißt also, wie rendere ich dieses ganze Projekt? Dafür haben wir auch einen Button gesetzt, hier auch logischerweise bei Export mit dieser Wellenform zusammen. Wenn ich den auswähle, kommt eine Oberfläche, die auch relativ umfangreich ist, wo ich eine Menge Tricks einsetzen kann, die ich aber eigentlich auch nicht brauche. Das heißt also, generell ist er so eingestellt, dass er sagt, gib mir hier den Mastermix, das ist schon okay. Ich kann hier sagen, wo soll das Ganze hingehen? Da würde ich jetzt einfach mal empfehlen, den Ordner zu nehmen, in dem ich jetzt hier auch die Aufnahme gemacht habe. Bei Filename kann ich noch lustige Wildcards setzen. Das ist ehrlich gesagt schon ganz geckig. Da kann ich beispielsweise sagen, nimm mal hier, haben wir irgendwie Project. Project, genau. Benenne es einfach immer so, wie meine Folge heißt. Ja, und hier unten könnt ihr dann auch gleich sehen, so, was hat das für Auswirkungen. Ihr könnt jetzt hier auch hier irgendwas dahinter schreiben, dann seht ihr, wie das also hier wirklich mit dem Slug schön sauber durchiteriert. Ja, jetzt wird es also ein Testrender.flug heißen. Stichwort Flug hatte ich noch gar nicht erwähnt. Standardmäßig liefere ich Ultraschall so aus, dass ihr in Flug aufnehmt. Das heißt also, eine Lossless Compression macht. Ihr könnt das umstellen in den Settings, dass er wieder WAV aufnimmt. Ihr könntet auch gleich in MP3 kodieren. Das würde ich eigentlich nicht empfehlen. Ich finde, FLAC ist hier schon so mit Abstand das Coolste, was man machen kann. Performance-mäßig ist das auch auf ältesten Rechnern überhaupt gar kein Problem. FLAC ist auch automatisch eingebaut in Reaper. Von daher seid ihr da so auf der sicheren Seite. Ob ihr es dann hier beim Rausrendern auch auf FLAC macht oder ob ihr dann da ein WAV haben wollt oder ein MP3, weil ihr eine dünne Leitung zu Hause habt mit wenig Upload, um es irgendwie zu Auphonic schneller hochzubekommen, das ist letztendlich euch überlassen. Das stellt ihr also an der Stelle einfach um. Wenn nichts dagegen spricht und ihr ein bisschen Zeit habt, würde ich sagen, nehmt einfach immer FLAC, so richtig viel schief geht da nicht. Denkt auch an der Stelle daran, bei der Sample Rate aufzupassen. Ihr macht sicherlich nichts verkehrt, wenn ihr auch hier wieder die Sample Rate habt, die euer Projekt hat. Das wäre ansonsten aber auch die Stelle, wo ihr völlig schadlos in jede andere Sample Rate nochmal konvertieren könnt. Das heißt also, wenn ihr beispielsweise, wie ich eben gesagt hatte, eure ganzen alten Trailer und Jingles, die alle auf 44.1 geschnitten sind, nochmal in Reaper reinlädt und nochmal neu rausrendert, wäre das genau exakt der Ort, um es dann in 48.000 zu prozessieren. Ich habe mit Georg von Auphonic mal ein bisschen geschnackt. Auphonic geht derzeit intern eigentlich von einer sehr, sehr hohen Sample Rate aus, importiert die aber in 41.000. Das heißt also, was immer ihr Auphonic vorwirft, das wird erstmal wieder downgesampelt auf 41.000. Von daher ist es also eigentlich nicht notwendig, hier an der Stelle jetzt eine höhere Qualität zu fahren. Ist ein bisschen euch überlassen. Okay, ansonsten sage ich dann einfach, ja, render das mal weg. Und dann kommt dieser Dialog hier, wo man schön sehen kann, wie schnell rendert er das Ganze. Er macht jetzt hier 73-fach Realtime bei einem FLAC-Renderer. Das heißt also, da ist er schon ganz geschwind unterwegs. Und auch dieses File findet ihr dann, so ihr das entsprechend eingestellt habt, dann in eurem Projektordner wieder. Das ist genau das, was ich jetzt gerade hier rausgerendert habe um 17.22 Uhr. Es gibt noch eine Funktion, die ich bisher auch noch in keinem meiner Screencasts promotet habe, weil sie bisher ja auch noch nicht wirklich auf breiter Basis unterstützt wurde. Das ist nämlich eine Multispur-Export zu fahren. Auphonic bietet jetzt ja mittlerweile an die Möglichkeit, dass ich meine separaten Spuren, die ich hier alle aufgenommen habe, auch separat zu Auphonic hinschieben kann, was nochmal teilweise eine dramatische Qualitätsverbesserung mit sich bringt. Da wäre es natürlich clever, wenn ich jetzt nicht quasi jede Spur einzeln markieren und nur die rausrendern müsste, sondern wenn es auch dafür einen Automatismus gäbe. So, den gibt es und der ist auch relativ simpel. Man markiert einfach sämtliche Spuren, ganz normal mit Command A, geht dann auf den Render-Dialog und sagt hier oben nicht Render Master Mix, sondern Stems. Und dann, oh Wunder, sagte mir automatisch, okay, du hast jetzt vier Files hier. Damit wir hier in der Benamung nicht durcheinander kommen, würde ich jetzt an der Stelle empfehlen, noch eine Wildcard zu nennen, dass ihr den Tracknamen mit reinnehmt.
Ihr könnt prüfen und vorne vielleicht sogar noch die Track-Nummer. Das kann auch nicht schaden, was Alphanumerisches am Anfang zu haben. Track-Number setze ich mal nach vorne. Und vielleicht Track dann eher dahinter. Also eher sowas hier in der Richtung. So, jetzt könnt ihr euch angucken hier unter Files. So würden sie heißen. Sieht man das auf dem Beamer? Jo. 01, 02, 03, das sind meine vier Tracks. Sprecher, Skype, UHU, Einspieler und dann test nochmal den Projektnamen dahinter, damit, wenn ich sie irgendwie suche, hinterher auch finde. Und jetzt sage ich einfach nur, render mir die vier doch mal durch. Jetzt sieht er, der Renderdialog ändert sich etwas und ich habe jetzt wirklich alle vier Spuren, die parallel gerendert werden. Das geht immer noch recht fix. Ein bisschen langsamer ist es geworden. Ich bin auf 50-fach Realtime. Die unteren beiden Spuren hier werden nicht gerendert, weil da einfach nichts passiert ist. Also sprich, da ist einfach digital null. Jetzt ist auch schon fertig. Und wenn ich jetzt in mein Projektverzeichnis reingucke, habe ich schön sauber durchbenamst meine vier Spuren und die kann ich dann in den neuen Auphonic Multitrack Oberfläche reinladen und kann sie dann von Auphonic schön getrennt editieren lassen. Das heißt also, auch hier haben wir einen sehr schönen flüssigen Workflow von Ultraschall rein zu Auphonic. So, das letzte Feature, was ich noch zeigen möchte, auch neu mit der 1.2, ist das eingebaute integrierte Soundboard. Wir haben hier die ganze Zeit schon liegen, bisher ist nicht zum Einsatz gekommen, unsere Einspielerspur. Und mit der mache ich jetzt mal was. Und zwar möchte ich, dass dort darauf unser neues Soundboard liegt. Dazu muss ich auf dieser Spur, das hier Einspieler, einen Effekt legen. Den Effekt habe ich gleich unter Favoriten gespeichert und der heißt sinnigerweise Soundboard. Das war es schon. Jetzt habt ihr hier eine kleine GUI, mit der ihr spielen könnt. Ich mache mal Soundboard laden. Jetzt ist die große Frage, habe ich hier irgendwas, wo ich irgendwie Sounds habe. Ja, probieren wir das doch mal. Schade eigentlich. Ja, ich fürchte, ich habe jetzt hier auf dem Rechner, ja, hier ist irgendwas, okay. Ich habe jetzt hier, also mit Soundboard laden, macht ihr letztendlich nichts anderes als einen Ordner in eurem Dateisystem definieren, in dem eure Jingles drin liegen. Das heißt also, ihr organisiert eure Jingles eurer Podcasts so, dass sie einfach pro Podcast in einem Dateiordner sind. Ihr wählt diesen Ordner aus und unser Soundboard harvestet sämtliche abspielbaren Sounds, das sind MP3, WAV und FLAC, und wirft ihr euch hier ins Soundboard rein. Ihr seht dann auch hier entsprechend den Dateinamen. Ihr seht auch, wie lang der jeweilige Sound ist. Und ihr könnt dann hier entsprechend den Sound einfach abspielen. Ihr hört das jetzt nicht, weil das vom Routing jetzt hier ein bisschen komplizierter ist. Aber ihr seht hier unten schon, dass wirklich das ganze Signal reingeht. Das heißt also, vielleicht nimmt er das jetzt sogar auf. Könnte sogar schon gehen. Ja, da kommt sogar schon was an. Was ihr dann machen könnt, ist, dass ihr einen Sound loopen könnt. Also ihr könnt ihn erstmal pausieren, das geht hier auf die Pause-Taste. Dann seht ihr, das Play-Button blinkt hier, um euch zu zeigen, der macht irgendwo weiter, wo er aufgehört hat. So, das ist das Echo hoffentlich weg. Da-dum, da-dum, da-dum. So, besser. Wenn ihr wieder drauf drückt, spielt er genau an der Stelle den Sound weiter, wo ihr ihn vorher gestoppt habt. Das Spielchen könnt ihr natürlich beliebig häufig machen. Wenn ihr auf Stopp geht, wird der Sound wirklich gestoppt und der Play-Cursor springt ganz in den Anfang zurück. Ihr habt auch einen Play-Indicator, wo ihr gerade im Sound seid. Das ist hier über die als Hintergrund auf der Zeitspur gelegt.
Ja, Sie können die Zeitspur auch zwischen abgelaufene Zeit und Restzeit hin und her schalten. Ihr seht jetzt hier keinen wirklichen Progressbar, weil das der Soundschnipsel hier eine Stunde 42 Minuten lang ist. Da wird es ein bisschen dauern, bis man da was sieht. Was ihr auch machen könnt, ist ein Fade-Out eines Tracks. Beispielsweise, ihr habt also Intro-Musik und möchtet, dass sie schön sanft ausgleitet. Dann drückt ihr einfach dann hier auf den Fade. Dann seht ihr schon rechts, wie jetzt hier die Lautstärke runtergedreht wird. Und am Ende springt er wieder auf normal hin. Ihr könnt die Dauer des Fades einstellen. Standardmäßig ist sie hier auf 6 Sekunden geschaltet. Ich drehe die jetzt mal hoch auf irgendwie 17 Sekunden. Dann hat man also einen sehr langsamen Fade-Out. Und entsprechend langsamer geht dann die Geschichte dann hier vonstatten. Oder ich kann einen Sound auch loopen. Das heißt also, wenn ihr irgendeinen Ambient-Sound habt, der im Hintergrund immer durchlaufen soll, nehmt ihr einfach hier den Loop-Button. Macht jetzt bei so einem langen Sound hier überhaupt gar keinen Sinn. Aber jedes Mal, wenn er durchgelaufen ist, würde dann also entsprechend wieder von vorne starten. Ich habe jetzt hier nur einen Sound drin. Normalerweise, wenn ich jetzt einen vernünftigen Ordner hier gefunden hätte in der Kürze der Zeit, hättet ihr jetzt hier halt wirklich 6 oder 8 verschiedene Sounds. Die könnt ihr auch alle übereinander schichten. Das heißt also, ihr könnt irgendeinen Ambient-Sound im Hintergrund laufen haben, über den ihr spricht und könnt dann noch zusätzlich über eure Wiimote getriggert irgendwelche Jingles reinfeuern. Das ist alles kein Problem. Das ist alles ausgesprochen stabil. Ja, ich hatte es gerade eben im Nebensatz schon gesagt, ihr könnt dieses Soundboard jetzt nicht nur innerhalb von Reaper aussteuern, sondern auch fernsteuern, und zwar entweder über MIDI oder über OSC. Und OSC ist natürlich hochinteressant, weil ich damit dann halt mir selber Jingle-Interfaces bauen kann, beispielsweise auf dem iPad oder auf dem iPhone. Die Konfiguration dazu findet sich, glaube ich, da muss ich mal gucken, hier unter Einstellungen, genau. Da habt ihr hier jetzt, könnt ihr euren OSC-Port spezifizieren mit Receive und Send, wo das Ganze hingehen soll. Und könnt dann das Ganze also direkt mit eurem iPad kommunizieren lassen. Dazu werde ich nochmal eine Ultraschall-Spezialfolge machen. Das wäre jetzt also hier etwas zu weiterführend. Okay, das heißt also, wir haben jetzt nicht nur Skype reinbekommen, sondern auch die ganze Jingle- und Einspieler-Geschichte ist gelöst. Auch da brauchen wir keine Kabel mehr. Das Kabel muss überwunden werden und wir werden nicht eher ruhen, bis auch das letzte Kabel abgeschafft ist. Hier beim Sendezentrum sind wir da noch weit von entfernt. Wir haben hier viel mit Kabeln, aber für euch zu Hause sollte das also soweit jetzt eine ganz valide Option sein. So, und so wie ich das sehe, bin ich damit dann eigentlich auch am Ende hier von meinem Podcast-Menü angekommen. Das heißt, wir sind ja von oben nach unten durchgelaufen, haben geschaut, wie sind die ganzen verschiedenen Schritte, was sind so die Hauptfunktionen der ganzen Sachen. Ich habe ein paar Dinge jetzt noch nicht gezeigt, aber ich würde sagen, so 90% der Features sind eigentlich drin. Das hier oben, das hatte sich Tim gewünscht, dass es wieder reinkommt, ist ein Abspielrate-Beschleuniger. Wenn ihr nach der Aufnahme euren Podcast selber nochmal abhört, könnt ihr das hier beispielsweise in doppelter Geschwindigkeit machen. Ihr redet etwas schneller, aber man kann sich immer noch ganz gut verstehen. Der Algorithmus dahinter ist ziemlich gut, der im Reaper eingebaut ist. Und ihr müsst jetzt ab der 1.2 auch nicht mehr daran denken, nach dem Abspielen den wieder auf 1 zu setzen, weil vorher war es so, dass wenn ich dann ihn gerendert habe, der immer mal hübsch dann in der hochgedrehten Geschwindigkeit gerendert wurde, und dann war der Podcast plötzlich ganz schön kurz. Das heißt also, wenn ihr jetzt meine mitgelieferten Buttons hier verwendet zum Rausrendern oder auch das entsprechende, den entsprechenden Eintrag hier im Menü, Audiodatei schreiben, wird vorher als erste Ansammlung die RAID wieder auf 1.0 gesetzt, sodass es da nicht zu Missverständnissen kommt. Okay, das waren, glaube ich, im Kern jetzt wirklich so die wesentlichen Features zu dem Stand, wie die 1.2 sich bewegt. Ich denke, wir hätten jetzt durchaus noch so eine Viertelstunde Zeit für Fragen aus dem Publikum, wenn es welche gibt, weil wir haben auch noch irgendwo ein Mikro. Gibt es denn Fragen? Dann wäre jetzt der richtige Moment dafür. Genau, unbedingt ins Rampenlicht. Ja, da ist. Ja, das dürfte die 6 sein. Die 5 oder die 6. Warte, ja, das war ich. Dann der links oder rechts daneben.
Nicht 7 und 8, die auf keinen Fall. Mach mal so tüt, 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 Testgeräusch. Na gut, dann komm einfach ein bisschen zu mir. Das ist hier ein Kondensator, das nimmt dich dann mit auf. Leg das mal wieder hin. Nicht so eine Frage, aber wie sieht das aus, wenn ich Ultraschall das alte schon installiert habe? Kann ich das dann einfach drüber installieren? Genau, also darauf hat Heiko viel Liebe und viel Mühe gemacht. Die Ultraschall 1.2 mit dem Installer wird einfach drüber gemangelt. Das heißt also, deine ganzen Projekt-Presets und Projektvorlagen bleiben alle erhalten. Falls du irgendwelche anderen Änderungen unter den Preferences hier gemacht hast, die werden alle gelöscht. Das war in den vorigen Versionen aber eigentlich auch immer so. Also, sobald man das neue Config-File rüberzieht, werden die einfach rübergemangelt. Aber ansonsten sehen wir derzeit eigentlich keinerlei Konfliktpotenzial. Das heißt also, Installer durchlaufen lassen und jeder 1.0er oder 1.1er sollte sich da friedlich mit verhalten. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten bin ich auch noch ein paar Tage hier und dann hoffentlich auch irgendwann mal ein bisschen ansprechbar, wenn wir so die größten Restkatastrophen hier gelöst haben. Ansonsten noch ein paar Hinweise. Zum einen gibt es eine Projektseite unter ultraschall.fm. Auf der findet man zum einen noch mal so ein paar Einführungsclips. Vielleicht landet der hier da auch, muss mal gucken. Mit so ein bisschen noch so PR-technischer Feature-Übersicht und ähnliches. Vor allen Dingen habt ihr hier oben aber auch nochmal verschiedene Sachen, beispielsweise eine Kompatibilitätsmatrix, welche der Features laufen auf Mac und welche laufen auf Windows. Ihr kommt zu dem YouTube-Kanal rüber, wo ihr viele der alten Sachen nochmal nachschauen könnt. Bedenkt aber immer, Gesetz ist quasi das, was ich jetzt hier und heute erzählt habe. Viele Dinge, die ich in den frühen Folgen mache, sind mittlerweile viel eleganter gelöst. So eins meiner Projekte, die ich irgendwann demnächst nochmal machen möchte, ist, dass ich in die alten Videos nochmal reingehe und dann so YouTube-Kommentarmarker setze in den entsprechenden Stellen, wo ich darauf hinweise, so das ist zwar gut fürs grundlegende Verständnis, aber mittlerweile, dank Folge 73, ist es alles schon viel weiter. Und ansonsten die Top-Anlaufadresse natürlich generell für alle, die auf Podcast Bock haben, sendegate.de. Die Seite, die Claudia, Tim und ich nach dem letzten Podlove-Workshop gestartet haben. Das ist eine Community-Plattform. Wir sagen nicht Forum dazu. Dort ist, wenn ihr auf Kategorien geht, haben wir eine einzelne Kategorie hier nur für Ultraschall. Beispielsweise mit einem Bugboard, wo man Fehler abladen kann, wo ich erzähle, wie die Release-Planung zu 1.2 ist. Und das ist genau der richtige Ort für euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen und Probleme habt, einfach hier entsprechend reinposten. Und dann könnt ihr sicher sein, dass also Dutzende Leute, die damit vermutlich mehr oder weniger täglich oder zumindest wöchentlich arbeiten, euch sehr schnell und qualifiziert Antwort geben kann. Ich selber bin natürlich auch unterwegs. Also von daher Sendegate, wie generell zu allen Podcast-Fragen, wer es von euch noch nicht gesehen hat, auch zur Hardware gibt es da Abschnitte und zur Software und zu Rechte-Fragen und Geld verdienen mit Podcast. Die 1A-Anlaufstelle für alle, die irgendwo was mit Podcasting zu tun haben wollen. Wir haben mittlerweile, glaube ich, schon über 300 User da drin, also da tobt der Bär. Okay. Wenn keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, wäre es das von meiner Stelle aus und vielen Dank, tschüss, bis bald.